tut dieser Sieg, vor allem jetzt auch mal nach Jahren hier wieder gegen Salzburg zu gewinnen? Ja, ganz ehrlich, wir haben das alles schon immer hören können. Ab 5 Jahren ist eine richtig lange Zeit. Jetzt haben wir es heute geschafft, dass wir einen Heimsieg gegen Salzburg geholt haben. Wir haben es uns zutraut, das hat man, glaube ich, erste Halbzeit schon gesehen, wobei Salzburg da schon noch besser war wie wir. Und zweite Halbzeit haben wir es dann clever gemacht, nach der Roten nicht übermütig geworden und haben dann die 2 Räume genützt, die sie uns geboten haben, und haben dann die Tore gemacht. Und enorm wichtig für uns aufgrund der Tabellensituation natürlich. Wird der linke Fuß heute noch geküsst? Ja, ich habe vorher schon eine gute Chance gehabt, wo ich leider am Rücken schieße. Und beim zweiten habe ich ein bisschen weniger Kraft genommen und dafür mehr Präzision. Und zum Glück ist er reingegangen und war natürlich zu einem guten Zeitpunkt für uns. Da alle Emotionen dann rausgeschrien nach dem zweiten Tor, auch du, nicht so viele Torchancen in der Saison, wir haben jetzt das letzte Mal darüber geredet. Wie viel Emotion war da dabei? Ja, natürlich viel, aber jetzt nicht nur wegen mir persönlich, sondern einfach, wenn man 5 Jahre, mit dem 2-0 war es natürlich schon der Weg geebnet für den Sieg. Und wenn man dann nach 5 Jahren daheim gegen Salzburg gewinnt, vor so einer Stimmung und man dann vor eigenen Kurven das 2-0 erzielt, dann sind da einfach viele Emotionen verbunden. Und mich freut es heute enorm für die ganze Mannschaft, für den ganzen Club, dass jetzt einfach nur mal ja, ein richtiger Glaube reinkommt, dass wir es noch erreichen können. Auch ins Ja, es war sicher ein Lebenszeichen von uns, dass man auch mit uns rechnen muss, dass die Gegner jetzt nicht sich auf die paar Punkte Vorsprung ausruhen können. Wir versuchen jetzt, dass die 3 Spiele das Punkte-Maximum noch mitzunehmen und dann schauen wir, was drinnen ist. Wie kann man da jetzt eben dranbleiben, gerade auch mit dem Kopf, ich meine, dass man nicht wird? Ja, wir hoffen jetzt natürlich, dass uns das einen Aufschwung gibt. Wir müssen jetzt trotzdem mehr ganz am Boden bleiben. Wir haben jetzt mal nach 5 Jahren Salzburg geschlagen, das ist schön, aber nicht mehr, weil die nächsten 3 Runden wieder enorm wichtig sind. Und da müssen wir jetzt dranbleiben, genauso diszipliniert und eher mit der Leidenschaft antreten, die wir heute am Platz gebracht haben. Dann können wir auch die 3 Spiele gewinnen. Aber auch in der Saison ist es das erste Mal gelungen, Salzburg überhaupt zu schlagen. Ist das schon noch ein Zeichen? Ja, natürlich, am Salzburg ist die Mannschaft im Moment das Nonplusultra in Österreich. Sie haben jetzt in der Europa League wieder sensationell gespielt und jede Mannschaft versucht, sie zu schlagen. Ist kein gelungen in dieser Saison. Und umso schöner, dass es uns da daheim vor unseren Zuschauern gelungen ist. Und richtig gesagt, es war ein gutes Lebenszeichen von uns. Wir sind jetzt in 150 Tage Didi Kühlbauer. Ich mache so eine kleine Bilanz. Wie ist deine Zwischenbilanz als Kapitän zu Didi Kühlbauer? Ja, man muss dazu sagen, dass ein Trainerwechsel während der Saison immer schwierig ist. Es kann natürlich dieser Boost kommen, dass man gleich mal auf eine Welle aufspringt. Bei uns ist es halt ein bisschen schleppend leider gegangen. Das heißt jetzt nicht an Trainer sei schuld, sondern einfach die Gesamtsituation war schwierig. Jetzt hat er Vorbereitung Zeit gehabt. Jetzt kennt er jeden Spieler perfekt. Er weiß, wer welche Stärken hat, wenn er wo einsetzen kann. Hat die Charaktere kennengelernt und in der Vorbereitung hat man schon gesehen, dass es bergauf geht. Und ich glaube, die Spiele bis auf Inter auswärts waren jetzt alle gut bis sehr gut.